hallo. Ja, wir haben hier wieder eine kleine Sportlerin. Wer bist du denn? Ich bin Lina. Und welche Hobbys hast du denn? Ich fahre ganz gerne Ski. Ja, und was machst du denn da für eine Disziplin? Freestyle und ich mache mal zu Olympia. Ah, bist du eine Buckelskifahrerin? Ja. Ah, ja, dann wünsche ich dir auf deinem weiteren Weg alles Gute. Ja. Immer alles und zieht wirklich dann jede Übung bis zum Schluss durch. Das ist wirklich ganz ernst. Also als Sportler braucht man natürlich ein Selbstbewusstsein, vor allem im Wettkampf. Und sowas kann man halt künstlich selten trainieren, deswegen gibt es Sportpsychologen wie mich. Und da muss man solche Situationen künstlich herbeiführen, wo man das Selbstbewusstsein und auch die Nervenstärke vom Athleten gut trainieren kann. Sag mal, jetzt lauf doch mal! Ich hab gesagt, du sollst laufen und nicht da rumschuppen. Was ist denn das? Mann. Ja gut, das Ganze sieht jetzt krasser aus, als es ist. Es ist absolut notwendig. Man muss das Selbstbewusstsein seiner Athleten stärken, sonst können die im Wettkampf einfach gar nichts. Und nur wenn die. Ja, servus, ich bin die Laura. Heute sind wir bei der Wasserschanze und ich wollte mich jetzt nur noch schnell warm machen. Und danach gehe ich mich noch schnell umziehen und dann treffen wir uns bei der Wasserschanze. Jetzt bin ich fertig angezogen. Ich habe mir extra meine Wasserski angezogen. Und natürlich brauchen wir auch wieder sowas ähnliches wie eine Skibrille, weil Wasser im Auge ist immer nicht so toll. Und natürlich, damit wir ordentlich rutschen, habe ich nochmal extra Wachs. Das tue ich vorne vor der Schanze nochmal unter die Ski. Und die Schwimmweste darf natürlich auch nicht fehlen. So, kleinen Moment. Jetzt kommt der Aufstieg.